Hallo, grüßt euch zu meinem Waldbauer Special Video. Und zwar geht es heute um mein neues E-Bike. Mein altes E-Bike war leider nicht geeignet, die anspruchsvollen Strecken hier meiner Waldlagen hier zu bewältigen. Deshalb muss ein neues her. Und zwar habe ich hier eins von Sirusha, wie man es ausspricht, Komoda. Jetzt zugelegt mit Vollfederung, und damit komme ich jetzt sehr gut dahin, wo ich hin muss, um meine ganzen Waldlagen zu besichtigen, auch in schwierigen Wegelagen. Ja, hier haben wir das Display, und ja, was wichtig ist, dass das halt 5 Stufen zur Verfügung stehen. Off, Eco, Low, Normal, High, Power. Ja, Hupe ist auch dran. Und der Lampenschalter lässt sich hier halt einfach über den Knopf ein- und ausschalten. Häufig bei meinem alten E-Bike war es so, da muss man unten an die Lampe gehen und an der Lampe drücken. Das war ja, ist ja während der Fahrt dann sehr umständlich, weil muss man ja stoppen und dann erst die Lampe anmachen. Hier hat man einfach einen Knopf, um die Lampe an- und auszuschalten. Ja, das ist wichtig, das ist der Gashebel, das ist gerade im Gelände wichtig, um mit dem Fahrrad an schwierigen Stellen halt anfahren zu können. Normalerweise, also ist ja ist ja ein E-Bike, also wo man in die Pedale treten muss, und dann fängt das erst an zu fahren, sag ich mal, auch der Elektromotor zu unterstützen. Was ist aber, wenn ich in einem schweren Gelände bin und kann jetzt so einfach nicht anfahren und schon die Pedale treten, dann brauche ich halt die Anfahrhilfe. Ganz wichtig, um dann überhaupt auf das Rad aufsteigen zu können und dann loslegen zu können. Und dafür ist dieser Hebel sehr gut. Unverzichtbar. Ja, einschalten ist hier unten drunter der Knopf. Müssen wir etwas länger drücken, dann geht er an. Und hier halt die Programmwahl. Auch sehr einfach dann während der Fahrt dann einzuschalten. Ne? Ja, Schaltung, 7-Gang, Shimano. Hat bisher sehr gut geklappt. Also schaltet nahtlos. Da ist alles soweit gut eingestellt vom Werk aus. Ja. Also hat einen Hecknabenmotor, Scheibenbremse vorne und hinten, keine Rücktrittbremse. Ist klar, weil hinten ist der Hecknabenmotor drin. Dann die Federung, die ist effektiv. Ne? Also wenn man fährt, merkt man kaum, dass das federt. Aber die Federung funktioniert einwandfrei. Ich kann mir nochmal das Seitenvideo kurz einblenden. Thank you.
vorne halt eine Art Moped, kleine Moped-Gabel, auch sehr gut. Und was von Werk aus halt dabei ist, ist halt auch der stabile Heckgepäckträger, der bei manchen anderen Bikes halt nur als Zubehör dabei ist. Dass er dabei ist und dass das ganze Rad, sagen wir schon, so vollständig ist, so wie ich es brauche, hat mich dann halt auch begeistert, dann das auch zu kaufen. Ja, weil ich werde hinten auf jeden Fall auf dem Gepäckträger noch eine Spezialtasche halt bauen oder einen Kasten bauen, wo ich dann als Waldbauer meine Utensilien dann möglichst optimal dann mitnehmen kann. Ja, ich muss hier so ungefähr 5,5 Kilometer fahren, um meine ganzen Waldlagen dann abgefahren zu haben. Dafür ist das optimal. Ja, die dicken Reifen. Früher habe ich was gegen diese rotzigen, dicken Reifen an einem Fahrrad da was dagegen gehabt. Und mittlerweile sehe ich ein, das ist eine super Sache mit den dicken Reifen am E-Bike. Beim normalen Fahrrad, manuellen Fahrrad, macht das natürlich keinen Sinn, aber beim E-Bike, gerade für jetzt solche Geländefahrten, macht das natürlich super Sinn, weil das extrem an Sicherheit gibt. Ja, also gerade bei schwierigem Gelände, jetzt auch mit Laub und so weiter, ist keine Universalgarantie gegeben, also muss weiterhin aufpassen, aber man fährt wesentlich sicherer mit den Reifen. Und von daher ist das ein Must-Have. Ja, für meinen Anwendungsfall breite, dicke Fatbike-Reifen. Und so macht das auch Spaß. Also das merkt man sofort, man fährt viel sicherer. Das zu meinem Special-Video, zu meinem neuen E-Bike. Syrischer heißt, glaube ich, Komoda. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, Kommentare zu schreiben und ein Abo zu hinterlassen. Das würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.